Sonne, angenehme Temperatur, trockene Straße. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht, um glücklich zu sein. Und damit, was geht, Biker? Herzlich willkommen in der Saison 2019. In Gedenken an alle, die keinen Motorradführerschein haben, müssten wir eigentlich sowas wie eine kleine Gedenkminute einrichten. Okay. Falls auch du dazu gehörst, der keinen Führerschein fürs Motorrad hat, aber daran denkt, einen zu machen oder wieder aufs Motorrad zu steigen, möchte ich dir heute 5 Gründe geben, warum du auf jeden Fall diese Saison auf dem Bike verbringen solltest. Grund Nummer 1. Du wirst ein besserer Fahrer. Das meine ich nicht automatisch, der Führerschein macht dich nicht zu einem besseren Fahrer, sondern ich meine damit, dass du den Straßenverkehr aus einem anderen Blickwinkel kennenlernst. Ja, wenn du in deiner Metallbüchse da unterwegs bist, im besten Fall Musik an, Radio bringt dir gerade die beste Unterhaltung, Kumpels sitzen noch in der Karre, du bist abgelenkt durch Gespräche und keine Ahnung was alles, nimmst du ja nicht wirklich viel wahr von dem Straßenverkehr. Ne? Du hast deine Linien, an die du dich da hältst und vielleicht siehst du noch ein paar Ampeln, aber ansonsten ist das ja alles schon fast ja, motorisch, was du da ablieferst. Wenn du mit dem Bike unterwegs bist, achtest du mehr. Du guckst auf die Verkehrsteilnehmer um dich rum, du schaust mehr auf die Straße, du fängst an, die Straße zu lesen. Das heißt, das heißt nicht, dass du dich wie ein Indianer auf die Straße legst, sondern dass du siehst, da ist ein Loch in der Straße oder da wurde geflickt, da ist ein Gulli, was kann gefährlich werden oder so. Ne? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du ein Gespür dafür entwickelst, ob andere Verkehrsteilnehmer dich bemerken, ob sie dich sehen. Denn wenn du irgendwo abbiegst oder neben jemandem fährst und der sieht dich nicht, im schlimmsten Fall zieht er rüber oder schneidet deine Fahrbahn oder sowas, erwischt er dich. Um dem Ganzen so ein bisschen vorzubeugen, fängt man an, bin ich der Meinung, auf die Menschen zu reagieren. Ich gucke, ob der Fahrer mich erkannt hat und mich sieht. Wenn du einem Autofahrer ins Gesicht siehst und eure Blicke sich treffen, quasi wenn ihr Blickkontakt habt, dann kannst du davon ausgehen, dass er dich gesehen hat, dass er weiß, du bist da. Dann ist die Gefahr, dass er dich über den Haufen schiebt, ein bisschen geringer. Ja, Motorradfahren ist besser für die Umwelt, als mit dem Auto zu fahren. Ja, das nur. Die Motoren, mit denen wir unterwegs sind, sind kleiner als die in den ganzen Autos hier. Wenn ich da mal eben rüber gucke, da hast du 2 Liter Diesel, dann hast du einen 1,8er Benziner, dann hast du nochmal einen 1,6er Benziner. Wir haben im Grunde genommen kleinere Motoren, meistens. Ich sitze jetzt auf der Sportster 48, die hat 1200 Kubik, die ist jetzt ein bisschen größer. Wenn ich auf meiner anderen Maschine unterwegs bin, sind das 636 Kubik oder ein Großteil ist halt mit 1 Liter unterwegs oder mit 600 Kubikzentimetern, die im Ganzen dann auch noch weniger Masse bewegen müssen. Das heißt, das Gewicht vom Motorrad und mir fault immer der Arm ab, wenn ich nicht zurückgerüstet würde. Kennst du das? Ich will damit sagen, die Masse, die bewegt werden muss, Motorrad und Fahrer ist geringer als das, was du jetzt auf 4 Rädern bewegst. Und dadurch ist ja der Spritverbrauch auch geringer. Ja, ob du das gelten lassen willst, überlasse ich da komplett dir. Oh, guck mal, eine rote Ampel. Im Grunde genommen ja, kannst du das gar nicht richtig anrechnen, denn mit dem Motorrad fährst du halt nicht in direkte Linie, was mich auch direkt zum nächsten Punkt bringt. Grund Nummer 3. Du lernst deine Umgebung und deine Peripherie besser kennen. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich will von Punkt A zu Punkt B, dann setze ich mich in die Karre und fahre auf direktem Wege dahin.
wenn ich mit dem Bike unterwegs bin, fahre ich tatsächlich auch mal Umwege, bewusst, um neue Orte zu entdecken, um Spaß zu haben, andere Strecken zu sehen, andere Kurven zu fahren. Einfach weil ich das Fahren genieße. Es gibt keinen, der sich nicht dafür interessiert, auch mal eine andere Strecke zu fahren. Ich kenne ein paar, die durch den Harz ballern, die haben da ihre Hausstrecke, fahren, keine Ahnung, von hier in die Berge, ziehen da ihre komische Linie 3, 4, 5 Mal. Ich kann nicht Schlangenlinie fahren, wenn ich solche Dinge auf der Straße habe. Wobei ich, ja, ich kenne einige, die halt von hier aus in den Harz fahren und da ihre Hausstrecke hoch und runter tingeln. Die pendeln da, keine Ahnung, von Ort 1 in Ort 2, immer dieselbe Strecke, kommen dann wieder und sind glücklich damit. Ich bin das nicht. Ich erkunde einfach gerne andere Gebiete. Ich bin einfach gerne unterwegs und sehe mal was anderes. Ich freue mich einfach, neue Orte zu entdecken, neue Kurven zu finden, die mich fordern, oder angenehme Orte, wo ich Bock habe, mal einen Kaffee zu trinken oder hinzufahren oder sowas. Grund Nummer 4 ist für mich die Tatsache, dass du Zeit für dich hast. Du setzt dich auf dein Bike und kannst für dich alleine sein. Du kannst deine Arbeit, deinen Alltag, deinen Stress, alles so ein bisschen hinter dich lassen und ja, dir eine kleine Auszeit nehmen. Du hast die Möglichkeit, runterzukommen, Entspannung zu haben, oder du hast halt die Möglichkeit, je nachdem, was für ein Fahrer du bist und auch was für einen Bock du hängst, auch Adrenalin zu tanken. Ne? Ich denke mal, für den Ausgleich des Alltags die beste Möglichkeit, die Waage zu halten. Ne? Ja, wenn sie dir im Job alle auf den Sack gehen und dir an den Nerven fressen, dann kannst du dich auf deinem Mofa schwingen und, keine Ahnung, fährst halt in den Harz, ziehst ein paar Kurven oder schiebst dich auf die Rennstrecke oder fährst durchs Dorf oder keine Ahnung was. Du bist für dich und hast die Möglichkeit, deine Seele so ein bisschen zu gießen. Grund Nummer 5 und für mich damit der wichtigste Grund ist die Community. Denn Motorradfahrer sind ein geselliges Völkchen und haben mit Abstand den geilsten Lifestyle, den man sich so vorstellen kann. Klingt ein bisschen scheiße, ist aber tatsächlich so. Denn irgendwo ist immer irgendwer unterwegs, dem du dich anschließen kannst oder mit dem du unterwegs sein kannst und einfach mal 5 gerade sein lassen kannst. Motorradfahrer sind in der Lage, nicht nur das Wetter zu genießen, sondern auch die Fahrt, die Strecke, die Gesellschaft und alles. Das ist ja bei Motorradfahrern einfach alles ein Stück cooler. Klingt komisch, ist aber so. Wenn ich dich damit auf den Geschmack gebracht habe und du Bock hast, Moped zu fahren oder bereits Mopeds fährst und mehr von dem Kram sehen möchtest, den wir hier so bringen. Na Junge, du brauchst dringend eine neue Hose. Alles klar. Wenn ich dich auf den Geschmack gebracht habe, du Moped fahren willst und keine Ahnung, Bock auf mehr hast von dem, was ich so fabriziere und von dem, was wir hier so erleben und machen, ja, lass gerne einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da, dann findest du uns in den Weiten des YouTube-Universums besser wieder. Klick auf die Glocke, aktiviere das Gerät, damit du Notification erhältst, wenn ein neuer Upload kam. Ja, und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin! Deuces.